In was für einer Zeit sind wir gerade geraten? Wir scheißen auf Deutschland, wir scheißen auf deutsche Fahnen. Selbst im Bundestag darfst du keine Fahne mehr haben? Verkehrte Welt, was ist los? Nicht nur, dass damals Frau Merkel nach der Wahl die Deutschlandfahne nicht sehen oder haben wollte. Fand ich schon richtig schlimm damals. Aber selbst heutzutage geht es noch weiter. Ich weiß nicht, was das Problem mit Deutschland und der Deutschlandfahne ist. Für mich, so wie in jedem anderen Land, die gehört halt zu uns. Die Amis feiern ihre Fahne auch, nur wir Deutschen dürfen das nicht. So wie dieser Artikel von letzten Jahr. Nachbar hetzt gegen mein Deutschlandfähnchen. Liebes zweites OG, VH rechts. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Deutschlandflagge abhängen könntet. Why? Was ist das Problem? Ich frage mich auch, wenn die, ich weiß nicht, das war Berlin, glaube ich, gewesen, oder? War Berlin Wedding. Wenn die Türken da umherfahren oder andere Nationalitäten, ob die dann auch dahin gehen und sagen, na, bitte hier, nicht die Fahne schwenken. Weiter geht's. Zeiten des deutschen Nationalstolzes sind zum Glück vorbei und senden heutzutage leider sehr falsche Signale, vor allem in Berlin und vor allem im Wedding. Ja, ihr seid richtige Schwachmaten. Bitte verlasst einfach Deutschland, weil da ist auch Deutsch drinne und Und geht am besten dahin, wo man gar keine Fahnen schwenkt. Geht, sucht euch das nächste Loch, buddelt euch da ein im Niemandsland irgendwo. Und zwar hier zwischen Polen und Belarus. Dort ist das Niemandsland. Hier habe ich euch den Weg gezeigt. Fahrt dahin, buddelt euch ein. Danke sehr. Den stört ihr niemanden und ihr werdet auch nicht gestört. Aber die AfD hat jetzt im Bundestag ein Fähnchen gezeigt und das wurde nicht so gern gesehen. Frau Präsidentin, Anwesende, Damen und Herren, liebe Zuschauer. In Deutschland ist es wieder soweit. Die Regierung lässt Menschen gegen Andersdenkende aufmarschieren. Die Regierung hat die Marschierer durch die Lügenkampagne davon überzeugt, dass Gegner der Regierung auch ihre Gegner sind. Wer also linksgrüne Ideologie nicht anerkennt, der wird für sie zum Delegitimierer, zum Rechtsextremisten oder eben zum Hassredner, den es mundtot zu machen gilt, nur weil es ihnen so gefällt. Was sagbar ist, bestimmen in Zukunft Linksgrüne und ihre Armee von Antidiskriminierungsbeauftragten in Kompetenznetzwerken, Millionen von Steuergeldern finanziert werden. Beispiele für das, was für Sie Hassrede ist, das sind zum Beispiel Aussagen wie, es gibt nur zwei Geschlechter. Diese Regierung, Sie werden abgewählt werden. Ich hoffe es wirklich, dass Sie abgewählt werden. Ökototalitaristische Mief verschwinden in Deutschland. Er wird verschwinden und die Fahne Deutschlands, schwarz-rot-gold, die Fahne von Freiheit und Recht, sie wird leuchten in Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Vielen Dank. Aufgepasst jetzt, was jetzt die Präsidentin sagt. Lieber Herr Reichert, wir halten hier nichts hoch. Wir sind ein Parlament des Wortes und nicht des Hochhaltens von Fahnen oder dergleichen. Von Fahnen oder dergleichen. Es ist die Fahne, die für Deutschland steht. Und die darf nicht mehr gezeigt werden? Das ist doch irre. Von daher erteile ich Ihnen dafür einen Ordnungsruf. Und ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, da Sie die Regierung als Verfassungsfeinde bezeichnet haben und ausdrücklich dahin gezeigt haben. Und wenn Sie heute noch mal einen Ordnungsruf kriegen, dann müssen Sie den Raum verlassen. Ja, und wer ist denn diese gute Frau?
Sie sieht aus wie diese Dame, Yvonne Magwas. Wenn ich mich irren sollte, könnte ich es gerne unten reinschreiben, aber sie ist von der CDU, CSU. Und wenn das sein sollte, auch ihr habt diese Fahne in eurem Logo drinne. Armes Deutschland, was ist nur los? Man darf halt nicht mehr stolz sein aufs eigene Land. Man darf die Fahne nicht raushalten. Ich bin absolut für Deutschland. Deswegen, wenn ihr meiner Meinung seid, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich empfehle euch noch 2 Videos. Alles gelogen. Operation Stauffenberg vom Spiegel. Könnt ihr gerne reinschauen. Guckt euch an. Oder dieses wunderschöne Video. Nein, danke, ich habe Platz. Zu Gast bei Illner war nämlich die Sexy Lady und dieser Kandidat von der FDP. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.